Ja, Customizing. Ja, ich muss einen Entwickler beauftragen, um meine Gesprächsnotizen exportieren zu dürfen und zu können. Hallo, ich sag mal, geht's noch? Monsieur HubSpot? Haben die noch, ticken die noch ganz richtig? Ja, sind die noch ganz sauber oder was? Es ist zum Verzweifeln. Jetzt habe ich mir das ganze letzte Wochenende in den Kopf zerbrochen, wie ich meine Daten in HubSpot reinbekomme. Und jetzt erfahre ich gerade, weil ich habe mich über solche Einzelheiten im Vorfeld nicht informiert, weil ich das vorausgesetzt habe, dass das natürlich möglich ist. Und jetzt habe ich mal versucht, Daten wieder zu exportieren, was es da für Möglichkeiten gibt im Rahmen meines aktuellen Pakets, was ich da bezahlt habe, ein Jahr im Voraus, habe ich einen sehr guten Deal bekommen. Nebenbei habe ich irgendwie die Hälfte vom Preis bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Na gut, online wurde mir dieser Preis vorgeschlagen, aber nur für eine kurze Zeit. Keine Ahnung, wie du den jetzt halt bekommen könntest. Wirklich keine Ahnung, aber. Und jetzt stelle ich zu meinem Grauen fest, dass. Und ich habe das einfach vorausgesetzt, dass ich Gesprächsnotizen, überhaupt also Notizen, die auch wichtig sind, ja. Ich hatte zum Beispiel in einem meiner älteren CRM Central Station das Problem, dass ich also chronologisch auf ältere Notizen nicht zugreifen konnte, was ja bei Pipedrive durchaus möglich ist. Du kannst ja bei Pipedrive, und das ist auch der ganz große Unterschied jetzt zu hier, ohne irgendwelche Unschweife, deine ganzen Notizen chronologisch alle exportieren. Das heißt, Notizen, die du gestern gemacht hast, zum bestimmten Gespräch, Kontakt, E-Mail, egal was. Notizen, die du da zuvor gemacht hast, also quasi, ich glaube sogar mit Datum. Also wirklich gut. Und hier kannst du überhaupt keine Notizen. In HubSpot kannst du überhaupt keine Notizen exportieren, grundsätzlich nicht. Und dann steht hier, kann ich Notizen aus meinen Datensätzen exportieren? Derzeit können sie keine Notizen exportieren. Also nicht, es ist nicht mal abhängig davon, welches Paket du hast. Also selbst wenn du die höchste Instanz hast, also du zahlst quasi 5.000 € im Monat für Super Enterprise an HubSpot CRM. Auch dann kannst du es nicht exportieren. Standardmäßig, einfach per Knopfdruck. Ja. Derzeit können Sie die Notizen nicht exportieren, steht hier, die in Ihren Datensätzen hinzugefügt wurden. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also, ich bekomme quasi meine Daten nicht mehr raus, die ich erzeuge, ja, aus dem System. Ja, das sind meine Daten, die ich da quasi erzeuge. Notizen werden als Interaktionen betrachtet und nicht als Eigenschaften. Ja, was interessiert mich das, wie das intern in der Datenbank, ist doch scheißegal, ja. Jeder Datensatz, egal als was es betrachtet wird, ist ein Datensatz, ja, der aus einer Datenbank gezogen werden kann. Ja, also die wollen hier echt Leute, ich weiß nicht, ein bisschen veräppeln, habe ich echt das Gefühl, denn Sie können mit einem Entwickler zusammenarbeiten. Oh, Sie können Customizing betreiben. Money, 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 extra money. Ja, um die Daten der Notizen mit Hilfe unserer API-Endpunkt für Interaktionen zu exportieren. Ja, Customizing. Ja, ich muss einen Entwickler beauftragen, um meine Gesprächsnotizen exportieren zu dürfen und zu können. Hallo, ich sag mal, geht's noch? Monsieur HubSpot? Haben die noch, ticken die noch ganz richtig? Ja, sind die noch ganz sauber oder was? Hey, also da lange ich mir echt, also die sind ja schlimmer wie sonst irgendwas, ja? Also wirklich krass. Also das schockiert mich jetzt echt. Jetzt tickt man mal hier noch drauf, API-Endpunkte für Interaktionen. Also okay, jetzt sind wir auf der Entwickler-Dokumentationsseite. Natürlich alles auf Englisch. Also für so den typischen deutschen Mittelständler, der quasi 5 Jahre Schulenglisch hat, ist es schon mal gar nichts.
Ah, Notes, okay. Engagements, Notes. Der Note Body. The Notes Text Content Limited to Characters. HubSpot, bla bla, okay. JSON, okay. Also nur zur Information: JSON ist so eine Web-Entwicklungs-, sehr gern genommene. Also ist eigentlich mehr Standard zum Standard schon seit über 10 Jahren, glaube ich. Jetzt hat einen Hintergrund Java, ne? Kommt von Java, JavaScript und so weiter. Also ich hatte da mal einen JSON-Kurs, aber ich muss ehrlich mit euch sein, der ist jetzt über 10 Jahre her. Von daher, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist es jetzt schon wieder her? Das ist schon länger her, wie ich JSON gemacht habe irgendwie. Naja, egal. Gut. Also dann müsste ich mich jetzt quasi irgendwie hier rein ackern und dann hier programmieren und so weiter und dann zack, bum, bang, API, 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 ja, alles klar. Sowas Simples wie Gesprächsnotizen. Habe ich da jetzt Bock drauf? Überhaupt null, gar nicht. Und einen Entwickler beauftrage ich da auch schon mal dreimal nicht. Also, umständlicher geht es ja kaum noch, oder? Also, Wahnsinn. Leute, im Zweifelsfall holt euch Pipedrive und da funktioniert auch die, also Kalender-Sync. Ideal. Also es ist echt ein Gedicht, ja, im Vergleich dazu. Hier nochmal ganz kurz. Ich habe hier einen Termin verändert und zack, ja, innerhalb von einer Bruchteil von Sekunde war das hier bei mir im Pipedrive abgebildet. Ja. Und ich habe dem quasi im Outlook-Kalender, Kundenkalender geändert. Also es ist einfach genial. Kein Hin und Her, kein Gemache, kein Getue. Also Pipedrive ist echt sowas von simpel und straightforward. Also hier unten ist der Link, falls ihr euch das mal reinziehen wollt, Pipedrive für 14 Tage kostenlos, ne? Aber bis dahin, also euer Thomas. Ciao, happy.